Das Universalbankmodell zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Aktivitäten sehr unterschiedlicher Natur unter einem Dach zu finden sind. Einmal haben wir das traditionelle Bankgeschäft, das kennen wir alle, das sind Zahlungsdienste, das ist, wo man sein Erspartes hinbringt, wo man Kredite aufnehmen kann, das ist sozusagen eben die Geschäftsbanken, so wird das auch genannt. Und auf der anderen Seite haben wir das Investmentbanking und das sind eben alle die Aktivitäten, die eher auf den Finanzmärkten stattfinden und eher spekulativer Art sind. Und eben das Universalbankmodell zeichnet sich dadurch aus, dass diese beiden Aktivitäten zusammen unter einem Dach sind. Das Problem grundsätzlich sind nicht die Universalbanken oder dieses Modell, sondern das ist die Tatsache, dass sogenannte Too Big to Fail Banken dadurch entstanden sind. Das sind Banken, die eben zu groß sind, als dass man sie pleite gehen lassen könnte. Woran das liegt, das ist eine Staatsgarantie, implizite Staatsgarantie, die letztendlich den Banken zur Verfügung gestellt wird, weil es zu gefährlich ist, dass diese Banken pleite gehen, weil eben sie so lebenswichtige Aktivitäten für unsere Gesellschaft letztendlich garantieren müssen. Diese Staatsgarantie wiederum hilft den Banken dazu, dass sie sich sehr günstig refinanzieren können auf den Märkten. Und das Problem ist dann eben, dass die sogenannten Too Big to Fail Banken dieses günstige Geld, billige Geld dazu nutzen, ihre Handelsaktivitäten enorm auszuweiten. Universalbankmodell existiert schon seit langer Zeit. Eben zum Beispiel in den 1930er Jahren hat man in den USA schon eine Trennung damals vorgeschlagen. Also es ist ein altes Modell. Allerdings mit der Deregulierung der Finanzmärkte in den 80er, 90er Jahren kam es erst zu dem Problem des Modells. Das heißt, dass diese Too Big to Fail Banken entstanden sind und die letztendlich auch dazu geführt haben, dass es zu der großen Krise in den Jahren 2007, 2008 gekommen ist. Ja, eins der Hauptargumente der Bankenlobbyisten gegen eine Bankentrennung oder Trennung der Bankenaktivitäten ist darin, dass sie sagen, das würde unserer Wirtschaft schaden. Wenn man sich aber mal anschaut, inwieweit heute Banken überhaupt Kredite an kleine, mittlere oder auch größere Unternehmen vergeben, dann sieht man, dass das nur 15% ihrer Kreditvergabe betrifft. Und alle anderen Aktivitäten vielmehr losgelöst sind von der Realwirtschaft. Und daher ist es ein sehr schwaches Argument. Und ja, umso wichtiger ist es, dass wir uns von solchen Argumenten nicht davon abbringen lassen, den Vorschlag, den die EU-Kommission derzeit vorgelegt hat, jetzt Ende Januar, dass wir diesen Vorschlag unterstützen, dass es zu einer Trennung der Bankenaktivitäten kommt.